So, da sind wir wieder zurück zu Vampire Stone 3 Blood Moon. Und hier sind ein paar Gegner, die wir platt machen können. Oh. Guten Tag, der Herr. Ein schöner Eissplitter ist was Schönes, oder? Resistent gegen Eis. Okay. Lichtstrahl. Okay, ich sehe schon, was das ist. Okay. Kreuz mal drauf. Hier wilde Schläge finde ich super witzig. Schade. Das war resistent. Können wir draufhauen. Das finde ich gut. Schmerzriss. Aua, was geht mit dir? So, jetzt kriegt der extra Schaden. Jetzt wilde Schläge. Das ist eine geile Kombination. Ah, das kriegen wir hin. Schon hat sich ausgeblut mangelt. Die Basis ist einfach zu Staub zerfallen. Ob das was zu bedeuten hat? Man weiß es nicht. Oh, er brennt. Schmerzriss. Na los. Sehr gut. Wenn jetzt hier die Clues drin ist, ne? Nachtschattenschuhe. Cool. Dann arbeiten wir uns mal jetzt zurück. Sehr schön. Machen wir mal alle Vasen kaputt, die wir finden, würde ich sagen, wa? Oh, das war seine Lieblingsvase, das gefällt ihm gar nicht. Oh, weil nachher an, dann fangen wir direkt den Schmerzriss. So. Larius. Erstmal an. Lane. Dich bringe ich erstmal in eine andere Haltung. Und. Dann hauen wir drauf. Wenn er eh jetzt angreift, kann auch die Angriffshaltung gehen. Bitte, Neo. Vergeltung. So, ganz entspannt durchgezogen hier.
Ich greife mal eine Runde an, damit die Leute erstmal Punkte aufbauen können. Dann triggert der Schmerzriss später härter. Das habe ich voll nach der Runde verpasst. Ist egal. Dann spike mal die nächste Runde. Früher erledigt, als ich dachte. Das ist auch schön. Level Ups. Wir könnten ja mal eben kurz hier, sehe ich gerade, unseren... Hört sich an, als hätte sich das Gitter geöffnet. Welches genau? Wir hatten, das eine Gitter war in dem Raum, ne? Treppe hoch, meine ich, ne? Sehr schön. Unser Walni-Palni will was trinken. Das ist okay, denke ich. So. Genau, das Gitter ist aufgegangen. Ist hier links irgendwas? Da unten? Vielleicht ist da unten ein Gitter aufgegangen, was ich nie gesehen habe. Kann auch sein. Können wir Blut trinken? Ich hätte es. Ist egal. Nein, ich habe Angst. So, die zerspringen nichts mehr. Scheiß Schlangen, ich hasse Schlangen. In real life habe ich tatsächlich Angst vor Schlangen. So. Ist schön drauf, das ist ja erledigt. Here we go. So. So. Nice. Blutvorrat ist aufgefüllt. Das höre ich doch sehr gerne. Kennt ihr das Gefühl, wenn von einem Bosskampf man irgendwie so mit Heil-Items zugeschissen wird? Solche Heilvorräte sind oft auch nicht anders.
Aber man levelt auch viel, viel angenehmer, muss ich sagen. Also wir haben jetzt hier zwei Level-Ups gemacht oder was? Das ist ziemlich in Ordnung. Also für so ein Haupt-Dungeon, ne? Sehr schön. Nehmen wir es mal hier rum. Im Grunde, die Falle reduziert ja unser Blut, ne? Wenn man ehrlich ist. Wir haben ja eh volle Leben. Aber ich frage mich jetzt eins, warte mal eben. Wir können ja mittlerweile einstellen, ob wir HP-Regeneration haben wollen oder nicht. Wenn wir keine HP-Regeneration haben, kriegt man doch HP-Schaden? Das sind so Fragen, oder? Ja, nie. Na gut. Dann. Eine große Halle kommt hier. Verschlossen. Ich vermute mal, wir haben noch nicht genug Feinde hier erledigt. Nehmen wir den noch mit. Gut. Auch wieder ein paar schwache Seelen. Ist natürlich ganz wichtig, auch für die. Haben wir es geschafft? Schauen wir nach. Ist gerade weggeploppt, das Gitter, ich glaube ja. Schwache Seelen sind natürlich auch ganz wichtig für unser Skillsystem, ne? Aber ich hab noch nicht genug, ich brauche 30. Oh doch, wir haben wieder genug. Könnte man ja mal. Bevor wir da jetzt weitergehen. An die Halle des Blutes ist ja das eine. Warte, ich muss das mit der Zuflucht machen zur Seelenhalle. So, was wollen wir als nächstes skillen, Freunde? Ich muss noch ein bisschen hochleveln, bis ich das andere lernen kann. Weil in Zukunft halt auch einfach mal kacken dreist, noch besser kann. Okay. Das ist ein riesiges Viech. Und dann ist es auch noch ein RTP-Monster. Man sieht es daran, weil die Auflösung dieses Monsters wesentlich höher ist als die von Malnau und den anderen. Es wird nicht leicht. Gebt euer Bestes. Natürlich. Wir fangen mal mit dem Schmerzriss an. Immer extra Schaden draufbauen, ist gut. So. Ja, weiß ich, das ist mein Eisschwitter, ne? Schön. Immun gegen das Brennen, das haben wir doch gerne. Mutiger Schritt. Bluten geht aber, okay. Dann gehen wir allein in die Giftklinge. Larius, du kannst auch machen. Vergiftet haben wir jetzt nicht, aber naja. Schmerzriss legen wir nochmal drauf. Der macht halt schon extra Schaden, das lohnt sich schon.
Mal gucken, ob das geht. Ne, hätte klappen können. Hetzloch vergiftet. Oh, da ist richtig Schaden. Lecco mio, ey. Das soll's gewesen sein. Wir haben es geschafft. Und diese Rillen müssen bis in die Haupthalle führen. Das werden wir gleich sehen. Okay. Balna, du brauchst ein bisschen was zu nuckeln, ne? Oh, eine neue Blutflasche, die habe ich wohl übersehen. Man will sich ja nicht beschweren, ne? Ah, da ging's hoch. Sehr gut. Die Seite haben wir. Jetzt die andere. Level up. Sehr schön. Eine wunderschöne Falle, in die ich reingetapst bin. Habt ihr das auch gehört? Beruhige dich. So, da mal wieder. Wie schön. Sehr schön. Da geht noch ein bisschen Geld, ne? Voll viel Kohle, Alter. Ich kann mich mal ein bisschen Kram eindecken, wenn wir hier raus sind. Hier oben ist auch schon wieder so, dass der Raum so hier im Nichts endet da oben. Das ist so, ah, das mag ich nicht. Das ist, wie gesagt, das ist mein eigenes Problem, aber ich bin da so, tut mir leid. Ich kenne viele Spiele, die das so machen und das mag ich bei keinem davon. Tut mir leid, ganz schlimm. Bin ganz schlimm. Wow. Ist das ein Särgen? Ziemlich verstörend.
Ich habe es ja gesagt, wir sollten hier so schnell wie möglich wieder raus. Reiß dich zusammen, Larius. Wir müssen uns hier weiter umsehen. Ja, in Ordnung. Ich tue mein Bestes. Untersuch mir die Särge. Was soll das sein? Schaut mal, da sind wieder Sirillen. Heißt also, wir müssen irgendwas mit denen machen. No shit, Sherlock! Wenn es regnet und die Sonne scheint, die Säule sehen so aus, als könnte man etwas Viereckiges einfügen. Okay, also steht auf allen das Gleiche? Okay. Bücher über vampirische Blutgruppen. Deshalb schmeckt es so anders. Bücher über verschiedene Pflanzenarten. Von Blutrose bis Zombiekraut ist alles dabei. Nichts Interessantes dabei. Oh, das Gegner. Tagebucheinträge über Experimente, die Elras in Menschen durchgeführt haben. Wieder nicht. Ja. Ich habe gerade gesehen, man kann diese Viecher auch aussaugen. Für mich sehen die aber aus, wenn die aus Stein. Deswegen, weiß ich nicht, wie es komisch, dass ich die aussaugen kann. Aber okay. Das soll es mir nur leichter machen. Bücher in einer unbekannten Sprache. Ein Dietrich? Bücher sind unlesbar. Unlesbar voller Staub. Hier ist nichts, was heraussticht. Das sticht auch nicht besonders heraus. Bis gleich. Ja, ich habe ein bisschen Blut genuckelt, ein bisschen aufgefüllt sind wieder. Aber was sollen wir jetzt hier tun? Hier muss ja noch was. Irgendwas muss hier gemacht werden. Du kannst ja nicht sagen. Also, na, das war es ja wohl nicht. Das ist ja einfach nur wild rumlaufen und. Bücher einer Familie des Menschen. Belanglose Bücher. Wo alte Bücher, die uns überhaupt nicht helfen. Unnütz. Bücher mit Seelen am besten fängt. Für uns uninteressant, denn unsere Aura macht es ja automatisch. Genau. Okay. Das heißt aber auch, dass ich hier jetzt erstmal nichts habe, wo ich weitermachen könnte. Okay. Dann gehen wir nochmal in den Raum zurück und gucken mal, was da gibt. Oder wir gehen noch woanders hin. Vielleicht müssen wir noch was anderes machen. Hier kann ich nichts mehr machen. Überhaupt nicht creepy mit den klopfenden Särgen, ne? Das ist schon gut gemacht. Dank der Klarheit, okay. Ja, klar, erstmal der Falle rein. Sind wir schon wieder am Eingang? Aha. Warte mal eben. Vater Forscher. Nur wer sich mit Wissen nähert, wird das Tor öffnen können. Wer sich mit Wissen nähert. Klingt ja für mich, als müsste ich jedes Buch lesen oder so, weißt du?
Irgendwas müssen wir da reinschieben können. That's what she said. Unlesbar, unlesbar, unlesbar. Also es sind tatsächlich einzelne Felder dann, wo dann trotzdem irgendwas zu holen ist oder so. Ja, okay. Bisher ist es im Spiel eigentlich immer so gewesen, dass man, wenn man ein Regal anspricht, immer das ganze Regal sozusagen anspricht. Und das ist dann jetzt so ein bisschen, in Anführungszeichen doof, dass es jetzt nicht so ist. Ich verstehe aber auch, warum irgendwo. Also es ist halt so ein Für und Wider, ne? Gut, mal gucken. Wir haben jetzt ein paar Bücher gefunden. Sind hier unten nicht noch mehr? Warte mal. Ja, sehr gut. Magische Abwehr. Oh, das habe ich nicht gelesen. Warum? Naja, warum irgendwas Wichtiges, okay. Na gut, jetzt haben wir einen Haufen Bücher gefunden. Sind alle leer, aber die Umschläge haben verschiedene Farben. Genauso wie die Bücher. Genauso viele Bücher wie Säulen. Ob wir sie vielleicht in der richtigen Reihenfolge einstellen müssen? Ja, mal gucken. Das ist der Punkt. Ich habe da bisher noch keine Idee. Wir haben jetzt ja hier ein paar Schlüsselgegenstände, die Bücher und so. Okay, schön gut. Das war vor allem falsch, weil das rote Buch ist gar nicht mehr da. Okay, das heißt also, wir können einfach nur hoffen, dass wir das Richtige einsetzen. Oh, das Gelbe ist da schon drin. Ah, dann ist es Violette, ne? Ja, aber das ist einfach nur dummes Ausprobieren, ne? Das wäre irgendwie cool, wenn man da irgendeinen Tipp kriegen würde. Oder ich habe den einfach nicht gesehen. Das kann natürlich auch sein. Vielleicht gibt es irgendwo eine Platte oder so, die einem die Reihenfolge irgendwie sagt. Weil diese Sprüche, die hier drauf stehen, die sagen mir halt nichts. Es kann natürlich sein, dass das falsch copy-pastet wurde, dass auf jeder Säule ein anderer Spruch steht, der einem eigentlich sagt, was man tun soll. Aber wahrscheinlich, ne? Man weiß ja nicht. Okay, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bleibt gesund, bis dahin und ciao.